Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mein Magic 6, das Mandat des Himmels. Immer noch im Tempel von Qmarn unterwegs. Erstmal die Maus gesucht. Lel. Sind wir jetzt durchs Hintertürchen gegangen. Und treffen erstmal einen Djinn und. Ich wundere, das liegt nicht an euch, das liegt mal wieder. Daran, dass ich mich im Boden festgehangen habe. Ohne Krone. Aha. Eine Allmachtskrone. Okay, gut, ich dachte, das ist jetzt irgendwie irgendwas Besonderes. Aber hatten wir die schon? Kronen dieser Art werden typischerweise unter dem Einsatz von Magie erschaffen, um ihre Empfänglichkeit für Magie zu verstärken. Wenn diese Krone ohne jegliche Verzauberung aufgefunden worden ist, dann wurde sie wahrscheinlich aus einem Grund unvollendet zurückgelassen. Ja, dann wollen wir das Ganze doch mal schnell korrigieren. Ah, siehst du mal, er macht's Krone der Magie. Dabei lassen wir es auch. Oh Gott. Ja, moin. Geht bei euch. Fängt ja mal wieder gut an. Ah, die sind ja immun gegen Magie. Ich wollte jetzt gerade schon wieder den Eisstrahl benutzen, aber das geht ja leider nicht. Nice. Einfach durch. Weg damit. Kraftheilung, weiter geht's. Warte mal, was war eine Eile für eine Kategorie? War das Feuer? Ich glaube, das war wirklich Feuer. Ja, war's. Ey, ganz ehrlich. Ich glaube, ich mache mich zum Feuerexperten. Einfach nur, dass ich Eile die ganze Zeit buffen kann. Weil das kostet 5 Zauberpunkte. Und das dürfte eigentlich durch den... ich weiß nicht. Gucken wir mal. Eine Stunde. Müsste ich halt natürlich dann ziemlich oft wieder repuffen. Aber wäre ja weniger das Problem. Weil letzten Endes ist es eigentlich, glaube ich, echt egal, was ich mittlerweile mache. Also was ich wähle von den Talenten her. Gefühlt. Kann natürlich sein, dass das Spiel nachher irgendwann denkt und kommt mit Anlauf. Einfach so. Kann natürlich auch passieren. Weil bei so Sachen bin ich grundsätzlich vorsichtig. Man ist irgendwann ab einem gewissen Punkt mal overpowered. Aber dann kommt so eine Hürde wieder, die so heftig hochgeht. Und ich glaube, das war gerade das Falsche, was ich gewählt habe. Das klang zumindest mal nicht... Ah, Krankheit heilen. Ja, gut. Ja, Dennis, warum hast du auch so viele Krankheiten? Hey, das Wasser. Ich glaube, jetzt geht erst die verworrene Sache hier los. Hier sind mehrere Räume. Ach, ja, moin. Geil. Furcht verjorgen.
Ah, natürlich. Der normale Djinn ist natürlich immun gegen sämtliche Zauber. Phil ist natürlich eingepennt, was natürlich ultra geil ist. Bong, bong. Ja, gut, passend im Hintergrund natürlich die Glocken. How convenient. Oh my. Ich bin gerade überlegen, ob es sinnvoll ist, einfach alle Djinns zu holen. Aber ich glaube, das wird mir nur mehr Probleme geben, als dass es mir hilft. Ist ein bisschen Damage. Habe ich festgestellt. Wurde mir gesagt vom Teufel. soll viel Schaden sein. Oh ne, dass du jetzt pennst, ist echt kacke. Damage. Mmh. Lecker Schmecker. Ich wäre ihnen sehr verbunden, wenn sie nicht nur aus meiner Kamera gehen würden. Thanks for listening. Not. Gif. Oh, Gif. Gif. Oh, Langschwert. Ja, hier kannst du futtern, wo du bekommst. Freunig. Gib. Gönn dir. Was ist das denn? Eine Wunderlampe. Eine Öllampe wie die, aus denen in Märchen die Geister emporsteigen. Gönn dir denn das? Wäre jetzt eine Wundersch. Ja, da habe ich mir was Schönes eingebrockt, du. Kriegen wir hin. Dieser Damage, ey. Ich glaube, ich gehe mich danach einfach heilen. Das ist ja gar nicht mal so dumm. Machen wir Drachenhauch. Okay. Oh wow, 11 Damage. Ding Dong. Die auf einmal alle her. Ja, vielleicht kommen sie jetzt zu mir. Derzeit heile ich mich mal. Mit einem Schadenspunkt. Das Glück ist mir heute hold. Ach, damit treffe ich dich mit Gift. Drecksau. Wo ist der? Ich
Wo ist der? Ach, da. Ja, nice. Fuck, das wollte ich nicht. Dankeschön, wenigstens einer. Oh. Weil. Irgendwie ist es dann doch von Vorteil, immer einen Heiler dabei zu haben. Ja, nice. Ja, dann. Nüscht, nüscht. Oh. Fliegen. Ja, moin. Ein Ring. Oh. Stop. Gut, dann gehen wir uns mal heilen. Man kennt's. So. Können wir behilflich sein? Möge das Glück mit dir sein. Möge das Glück mit dir sein. War nicht irgendwo ein Feuerexperte? Hallo, wie geht's? Experte der Feuermagie, weißt du was? Schön, dass du da bist. Okay. So, wie lange hält's jetzt? Eile. Eine Stunde neun. Gut, ist nicht wirklich viel, aber da liegt es nur 5 Zauberpunkte und wahrscheinlich sind die bis dahin auch regeneriert. I don't care. Why not? Zumal Meteorring halt schon ziemlich nice klingt. Generell fühlt sich Feuer halt einfach an wie Zerstörung pur. Halt auch im Sinne von I don't care about my friends. Rein. Ist natürlich jetzt nicht das, was ich will. Aber ja. Gucken wir mal weiter. Vielleicht sollte ich wirklich die Räume, wo ich schon drin war, einfach plündern. Ja, super. Hat's ja schon mal den richtigen erwischt. Ich sollte vielleicht mal speichern. Ängstlich, machen wir gleich weg. Nein, nicht sägen. Hä? Da. Ich würde schon sagen, kommt Erik auch mal wieder dran. Oh, weil. Und sonst geht es echt so. Ja? Ja auch. Friss. Boah, einen Damage-Punkt. Da mach nicht so viel auf einmal. Dreizack. Oh.
Ah, ich hätte verkaufen können, Kettenrüstung. Eine Wunderlampe. Da freut sich der Dienitz. Ein Ring. Aha. Naja. Ist ja jetzt nicht so gut. Gif. Gif, Gif. Moment, ist... Sagen sie das jetzt nochmal neue, weil die so dunkel sind. Egal, einfach Drachenhauch rein. YOLO. Ich find's immer wieder faszinierend, wie viel... Nee, das ist nicht mein Handy. Das ist im Spiel. Okay, oder? Ja, doch, es ist im Spiel. Huch! Klingt wie so ein Drucker, der irgendwie nicht wirklich Bock hat. Der sich einfach hin und her bewegt. So, ja gut, Dennis kriege ich wahrscheinlich jetzt... Oh ne, warte, ich bin doch Wassermagie-Meister. Nischt. Fuck, jetzt habe ich wieder den Rest gebrochen. Weißt du was? Nee. Wait, what? Wo kam das denn her? Können wir behilflich sein? Möge das Glück mit dir sein. Ja, ich könnte aber wieder eine neue Eile puffen. Und dann einmal verticken. Die Waffen bitte nicht anfassen. Ich muss mal dringend zum Friseur. Aha. Danke, Nico. Das war eigentlich jetzt genau die Reaktion, die ich nicht hören wollte. Das ist eine Waffe. Aber naja. Oh. Ich hätte sie vielleicht mal checken sollen. Naja. Geschlossen. Wie geschlossen? Geschlossen. Den ganzen Kleinkrempel aber eigentlich nicht behalten, ne? Naja, dann. Dann. Naja, da sind wieder die Hunde draußen. Man kennt's. Hunde. Hunde sind toll. Es waren jetzt, glaube ich, nur noch drei. Ey! Ey! Ihr Cheater! Warum sind die plötzlich draußen? Nee. Ah, schon wieder der Drucker, der keinen Bock hat. Da kann ich nicht mal einen Schrapnell machen. Feuer, glaube ich nicht. Oh, Nico macht echt nicht wenig Schaden mittlerweile im Nahkampf. Könnte an Ares liegen. Oh, schon wieder Angst. Ich habe mir überlegt, was ich mittlerweile alles gemacht habe. Riesige Drachen getötet, Drachenhorn getötet, in irgendwelchen dunklen Kämmerchen Zombies besiegt, gegen 5 Millionen Kobolde und Spinnen gekämpft und da kommt ein Djinn und er hat Angst. Ein Djinn. Einer. Er hat wahrscheinlich den Ring. Oh. Really? One of Liefel. Man kennt's. Möge ein Sturm von 5 Millionen Pfeilen auf dich niederhageln. Und ein Giftschwall. Ah.
Hey. War richtig viel Fortschritt bisher. Oh, ein Ring. Oh. Ja. Nehme ich. Oh, ey, noch mehr. Ups. Ich hatte schon mal bessere Ideen. Mit Water Sprite von Amanda. Nicht pennen. Nee, du kriegst die Wunderlampe aber leider nicht. Müll. Der Trocker. Er ist wieder am Start. Ich würde gerne wissen, was das ist. Tief. Aha. Was willst du damit? Oh nee, oder? You have to be fucking kidding me, Ryan. Ist da was drin? Nee. Ganz ehrlich. Geht's ein bisschen ab, würde ich fast meinen, ne? Ach du Scheiße, sieht das aus, ey. Bisschen chaotisch. Oh mein Gott. Echt schon mal wesentlich bessere Ideen, wenn ich ehrlich bin. This is not how you should to play a game. Ich muss halt auch ehrlich gestehen, ich habe so null Bock nochmal gegen die ganzen Djinns zu kämpfen. Weil ist doch nichts passiert. Ich bin halt schon den richtigen Ausdruck. Wusste selber nicht, was abgeht. So. Problem gelöst. Ich brauche die ganzen Wunderlampen nicht. Ich meine, eine behalte ich. Warum nicht? Hallo, komm herein. Frohen Aufenthalt. Oh nein, ich habe 2 Gold bezahlt. Geht gar nicht. Kann ich dir beim Suchen helfen? Meh. Ich nicht verkaufen. Meh. Komm bald wieder. So, Waffelschmied. Deine Waffe. Bis bald. Ja, ich würde fast meinen, dass ich Phil diese Kackaxt gebe. So. Dann. Tag des Schutzes. Man kennt's. Tag der Götter. Können wir behilflich sein? Möge das Glück. Speichern. Und. Er hätte damit gerechnet. Also ich nicht. Nicht ehrlich bin.
Das ist eine Kiste. Nein, das wollte ich nicht. Das könnte ein bisschen eklig werden. Aber ich probiere mal was. Ich habe ja gespeichert letzten Endes. Oh, nice, der fliegt durch. Der fliegt durch die Tische. Nice. Ja, wenn das so ist. Aber die können nicht durch die Tische schießen. Hattest du nicht auch Drachenhauch? Oh my lord. Well. Das ist schon ein bisschen besser. Ja, mit denen mache ich den weg. Mit Nikon heilig. Mit Erik rotze ich da jetzt ganz bestimmt keinen Drachenhauch rein. Können wir behilflich sein? Möge das Glück mit dir sein. War jetzt nicht so. Sogar. Können wir behilflich sein? Möge das Glück. So geil, wollte ich sagen. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gekillt. Ist doch eigentlich mal nicht schlecht. Was haben wir denn eigentlich? Sternfeuer, schwere Zauber. Leuchtfeuer, Eisbau, Meteoring, Inferno, Verbrannt, Stadtportal. Oh, mein Fallschirm ist rum. Meep. Meep, meep, meep. Kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ja gut. Immerhin schon mal zwei Zock. Da war ja was. Gucken wir mal, ob das auch so geht, weil jetzt stehe ich nämlich direkt vom Tisch. Speichern. Ich meine, ich treffe auf jeden Fall mit dem Bogen. Das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung. Ups. Okay. Also wenn ich direkt vom Tisch stehe, geht's nicht. Aber wenn ich ein bisschen weiter weg bin, dann geht's. Gut zu wissen. Möchte ich eigentlich den treffen? Hoppla. Kann passieren, mein Gott. Ein bisschen Schwund ist immer, ne? Oh, da fällt mir ein, das sind eigentlich ein paar Teile kaputt gegangen, ne? Die kriegen doch Schaden durch Magie. Okay, warte mal. Das ist... Oh nein, das ist ja falsch. Moin. Nichts passiert. Ich kann nichts machen. Repariert. Wow. Repariert. Repariert. Einfach mal Ares kaputt. Warum auch nicht? Gut. Können wir behilflich sein? Möge das Glück mit dir sein. Einen Versuch starten wir noch. Es ist so dumm, was ich mache, ne? Ja, sammelt euch da mal. Ich glaube, ich mache das ein bisschen anders. Juno. Gucken wir mal. Ups.
Ach, die sind natürlich jetzt echt nicht geil, ey. Ich glaube, das werde ich jetzt einfach machen, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Weil ich glaube, das wird noch ein bisschen Try and Error. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn die Djinns alle weg sind, dann gucken wir uns da vorne die Truhe an. Vielleicht ist da auch das, was wir brauchen, um oben diese Schalltafel zu aktivieren. Wenn es euch wie immer gefallen hat, dann lasst es mich wissen und wir sehen uns bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.